Vorsicht, neue Situation. Multinationale Steuerhinterziehung steht bevor. Die öffentliche Steuererklärung. Wir führen die öffentliche Steuererklärung ein. Das könnte schon mal was helfen. Ja. Und dann könnten wir überlegen, ob es bei diesem multinationalen Konzern gab es doch auch nochmal die Möglichkeit, da irgendwie mit den Steuern einzugreifen, dass sie das nicht irgendwo versteuern, wo sie nicht so. Also, dass sie das auch bei uns versteuern, was sie bei uns einnehmen. Ja, das nannte sich Steuer auf abgeführte Gewinne. Da ist sie. Eine Steuer, die auf den geschätzten Gewinnen großer Unternehmen in diesem Land erhoben wird. Der tatsächlich angemeldete Gewinn wird nicht berücksichtigt. Dies soll multinationale Unternehmen davon abhalten, ihre Gewinne durch clevere Buchhaltungsbetrug ausschließlich in einer Steueroase anzumelden, in der es kaum oder gar keine Körperschaftssteuer gibt. Die Steuer soll hauptsächlich als Anreiz für solche Unternehmen dienen, sich nach dem Sinn und der Paragraphen der Gesetze zu richten. Okay. Das wäre so eine Variante, zusammen vielleicht auch mit dieser öffentlichen Steuererklärung, um dem gegenzuwirken. Allerdings haben wir, glaube ich, noch als sich entwickelndes Problem die abwandernden Unternehmen. Da, glaube ich, müssten wir eigentlich... Ja, die haben wir bereits, nicht als entwickelt, die haben wir bereits, ne? Genau, aber ich glaube, die stieg ja an. So, die blieb gleich, okay, die Unternehmensflucht. Also vielleicht, dass wir dort einfach gucken, dass wir ein bisschen wieder in diese Investition gehen, wieder ein bisschen in diesen ländlichen Raum gehen, Unternehmensgründungen fördern, damit wir sozusagen unsere Wirtschaft so von innen heraus auch ein bisschen stabilisieren, was hoffentlich unsere Einkommensseite wieder... Wir werden auch das Defizit ist... Ach ja, mal gucken. Ja, aber da können wir uns nach der Hälfte der Amtszeit drum kümmern, hätte ich jetzt fast gesagt. Prodigy und Parsec wollte nur noch mal sagen, das ist unnützes Wissen, was mir rausfällt. Ich habe auch mal, ich habe auch den einen oder anderen Screenname, der mit 0815 ist, bis mir irgendwer genau dasselbe gesagt hat. Das ist aber irgendwie eine Modellnummer von irgendeinem Gewehr aus dem Ersten Weltkrieg. Und ich dachte so, oh, Kacke. Ich bin nämlich auch eher Pazifist. Zivi, Wehrdienstverweigerer, genau, Pazifismus for the win, finde ich auch. Deswegen kein Vorwurf und ich glaube auch, ihr nehmt mir das nicht übel. So, das heißt, die Steuer auf Gewinne jetzt noch nicht oder würdest du die jetzt machen wollen? Weil die waren gar nicht so teuer, kosten nur 16. Nee, ich würde sie schon 6. machen wollen. Ich würde sie gerne machen wollen und dann nochmal gucken, inwieweit wir, was weiß ich, irgendwie bei Steuerhinterziehung auch nochmal rangehen können, ob es da noch irgendwas gab. Aber die Steuerhinterziehung? Aber erstmal die Steuer auf abgeführten Gewinn. Und dann hatten wir ja auch noch so eine Antikorruptionsbehörde und so ein paar Kleinigkeiten. Vielleicht gibt es da ja noch was. Ja, auf diesem Niveau so 1,17 Milliarden? Ich würde sie... Ja, komm. Wir können sie ja auch immer noch anheben. Man muss es ja nicht gleich übertreiben. Ja. Und dann Richtung Förderung, hast du gesagt. Wir könnten dann sowas wie eine Start-up-Kampagne oder Förderung von Jungunternehmern dem entgegensetzen. Dann countern wir auch das, wo wir die Jugend gerade nicht so freundlich gestimmt haben bei Förderung von Jungunternehmern oder hier Startup-Kampagne. Die sind relativ günstig. Also die Förderung für Jungunternehmer würde ich super gerne machen. Mhm. Und was ich mir gerne nochmal angucken würde, wäre das Wettbewerbsrecht, was da ganz oben steht. Gucken wir mal gerade. Die könnten wir uns beide leisten. Also, nee, Förderung für Jungunternehmer kostet 6. Das würde unser politisches Kapital auffressen. Das hier, Competition Law, das ist nicht übersetzt. Dieses Gesetz ist quasi ein Abwägen zwischen dem Schutz der Ideale des freien Marktes und
des Verbraucherschutzes für vor Monopolies, vor Monopolisten, Monopole und ermutigt den Wettbewerb auf einer Seite und erlaubt das Geschäfte machen und das Wachstum für die beste, fürs beste Unternehmen auf der anderen Seite. Ich sehe natürlich, dass die Auswirkungen dort recht niedrig sind. Also beziehungsweise alle so schön nach unten zeigen. Auf der anderen Seite haben wir halt auch keine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Insofern wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, über ein Wettbewerbsrecht dort ein Stück weit zu verhindern, dass einzelne Player den Markt übernehmen. Und wenn wir das Ganze kombinieren mit einer Startup-Kampagne oder mit den jungen Unternehmern oder mit einer Technologie-Kampagne, könnte ich mir gut vorstellen, dass das Wirkung zeigt. Aber ich sehe natürlich auch ein, dass das die Auslandsinvestitionen, die Selbstständigen, die Kapitalistinnen, das, ja. Ich hätte jetzt gesagt, lass uns das mit dem, damit noch, erstmal noch zurückstellen, weil ich hätte jetzt gesagt, was mir gut gefallen würde, wäre es, die Start-up-Kampagne zu machen. Und dann, was ich eben schon mal gesagt hätte, lass uns mal gucken, dass wir Alkohol-Sensibilisierungskampagne machen und Tabak-Sensibilisierungskampagne. Diese drei Sachen könnten wir uns alle leisten, weil alle diese Kampagnen kosten jeweils nur 2 und wir haben noch 6. Na dann, haben wir einen Plan. Okay, dann Start-up-Kampagne. Da hätte ich jetzt gesagt, da könnten wir auch voll reingehen, weil 48 Millionen. Ja. Ja, das ist gut. Oh, wir haben sogar noch 6, das heißt, wir könnten uns. Okay, Alkoholsensibilisierung ist auch relativ günstig und da hätte ich jetzt auch gesagt, da voll, es hilft nichts. Ja. Und die Tabaksensibilisierungskampagne ebenfalls voll, kostet auch nur 50 Millionen. Greift hoffentlich unsere Probleme an. Jetzt haben wir noch 2. Möchtest du mit in die nächste Runde nehmen oder wollen wir gucken, ob wir noch was Kleines finden könnten? Ich würde sie gerne uns auf Ideen bringt. Ich würde sie gerne mit in die nächste Runde nehmen. Ich habe den Eindruck, wir haben noch so ein paar Steuerbrocken vor uns. Ja. Okay. Dann hätte ich jetzt aber gesagt, bevor ich nächste Runde klicke, lass uns mal ein Päuschen machen. Und da sind wir auch schon wieder. Hallöchen und willkommen zurück. Und ich sehe, dass hier der Horst die Kanalpunkte rausgehauen hat. Kanalpunkte gibt es einfach zum Zusehen, für das Zusehen und kosten kein Geld oder sowas. Und da kann man so lustige Sachen machen wie André streckt sich. Dem würde ich direkt mal nachkommen. Und dann auch Physik hat er gefordert. Oh, aber erstmal das Strecken, das ist ja in unserem Kontext diese sitzende Tätigkeit. Wirklich sehr schön. Das hilft mir auch. Und zur Physik. Also erstmal danke fürs Strecken. Und zur Physik. Da würde ich kurz gerne ein bisschen was erzählen. Ich bin ja von Hause aus Physiker. Sehr interessantes Thema, woran man sich, glaube ich, auch stundenlang aufhalten kann. Aber wahrscheinlich kennt das jeder, der und jede, die in irgendeiner Form zur Miete wohnt, aber vielleicht auch in Einfamilienhäusern oder Mehrfamilienhäusern. Wasserleitungen, beziehungsweise auch Wasserhähne. Und das ist total spannend. Aufgrund meiner neuen Wohnsituation habe ich mich jetzt auch ein klein wenig damit beschäftigt. Und Geräusche durch die Wasserentnahme kommen auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen zustande. Es gibt einige Installationen, die haben eher ein Problem mit dem schlagartigen Schließen des Wasserhahns, dass es dadurch einen Rückschlag gibt, also einen Rückschlagschall, wenn man plötzlich den Fluss unterbricht, hat das Wasser immer noch Impuls, stößt gegen den nun verschlossenen Wasserhahn und diese Druckwelle pflanzt sich zurück durch die Wassersäule fort, die man auch im Haus
hören kann. Das sind teilweise nicht zu vernachlässigende Lärmbelastungen. Also besonders in der Nacht kann das schwierig sein. Aber auch der Ausfluss aus dem Wasserhahn, dadurch, dass das Wasser in der Leitung unter höherem Druck ist und plötzlich, wenn es die Leitung verlässt am Wasserhahn, sich ausdehnt, kann zu einer Rückreflexion einer Schallwelle in die Wassersäule führen, sodass es zu dem Rauschereignis kommt. Also einmal das an der Öffnung, aber auch grundsätzlich das Fließen durch nicht ganz ebenmäßige Leitungen, die sind vielleicht schlecht verlötet oder sowas, dann kann es auch zu Rauschereignissen einfach so in der Wasserleitung kommen. Und was man da machen kann, sind Essstücke mit integrierten Wasserschalldämpfern einbauen. Vielleicht kennt der ein oder andere das. Das ist so eine kleine Kurve, wo also so ein Stück, und dann gibt es so einen kurzen Versatz. Vielleicht hat sich der ein oder andere schon mal gewundert, warum ist das irgendwie an meiner Dusche oder an der Badewanne irgendwie dran. Besonders in älteren Wohnungen sieht man das. Und in der einen Verschraubung sind einfach Gummidichtungen wie ein Faltenbalg. Und das Rohr, was von der einen Seite draufgeschoben wird, drückt in diese Gummidichtung drauf. Und nur von außen ist es Metall. Das Wasser fließt aber durch einen Faltenbalg, der elastisch ist. Und wenn also in irgendeiner Form so ein Rückstoßereignis, also schlagartiges Schließen des Wasserhahnes, wird durch so etwas der Schall gedämpft und auch der Schall, der entsteht, wenn es quasi den Wasserhahn verlässt, wird so vermindert. Und auch diese Kurve da drin sorgt dafür, dass die Fließgeschwindigkeit ein klein wenig langsamer ist, sodass man zusätzlich noch eine Schallunterdrückung bekommt. Und das kann man alles tatsächlich verstehen mit Impulserhaltungsgesetz. Und so mache ich die Kurve zurück zur Physik. Wenn man sich ganz genau diese Strömungsmechaniken anguckt, dann wird es sehr, sehr schnell etwas kompliziert. Hydrodynamik ist ein sehr, sehr spannendes Thema, aber es hat einen Grund, warum es nicht Teil der Oberstufenphysik ist, weil man braucht schon abgefahrene Mathematik und Differentialgleichungen dafür. Wenn man sich aber damit beschäftigt, dann macht es ganz, ganz viele Sachen sehr viel einfacher. Zum Beispiel wird in der Uni total gerne, das ist nur so eine kleine Anekdote am Rande, gibt es einige ProfessorInnen, die gerne die Relativitätstheorie mit Hydrodynamik verbinden. Weil wenn man einmal mal quasi hydrodynamisch solche Sachen sich angeguckt hat, das hat für Astrophysik tatsächlich sinnvolle Anwendung, dann kann man es auch einfacher auf Mechanik oder auf andere Ereignisse umrechnen, weil da ist es dann einfacher. Man hat es dann quasi im komplizierten Feld verstanden, kann damit direkt in die Astrophysik gehen, aber es auch vereinfachen und muss nicht von der einfachen Mechanik einfach, in diesem Fall auch bitte in Anführungszeichen, auf das noch schwierigere Feld der Hydrodynamik wechseln. Aber das wäre meine Physik für heute. Oder was heißt für heute? Nicht für heute, sondern für diesen einen Fall, wo Horsti da mal gerade was für einen eingefordert hat. Prodigy klug scheißt hier. Nee, ich bin immer für interessante Sichtweisen, weil ich habe selber in der Industrie noch nie gearbeitet. Auf jeden Fall nicht da, wo hydraulische Anlagen verwendet wurden. Ich fand das immer sehr, sehr faszinierend, dass man mit Hydraulik so viele logische Schaltungen auch machen kann. Aber finde das auch immer sehr beängstigend, wie viel Tonnen Hebekraft man damit macht. Dass es theoretisch geht, weiß ich, aber hau ruhig solche Sachen raus. Ich finde das nicht Klugscheißerei. Es bereichert mich jedenfalls. Hallo Belana, schönen guten Abend. Hallo, hallo. Ja, okay. Und wir haben gesagt, jetzt nächste Runde, weil wir zwei politisches Kapital mit in die nächste Runde nehmen, nicht wahr? Ja, sehr gerne. Bespaßung ausländischer Diktatoren stand da gerade. Schön. Okay, und jetzt kommt dieses Ereignis, wo ich immer mit Probleme hatte, das on the fly auf Deutsch zu übersetzen. Nationaler Sportstar von ausländischer Supermacht mundtot gemacht.
Wenn Sport zum Business wird, müssen AthletInnen erst ihre Verträge überprüfen, bevor sie ihre Meinung äußern. Eine reuevolle Entschuldigung wurde einer ausländischen Regierung gegenüber ausgesprochen. Diese hatte an der öffentlichen Befürwortung einer Protestbewegung in ihrem Land Anstoß genommen. Ja, das ist, Liberale finden das doof, Patriotinnen finden das doof und Auslandsbeziehungen minus 5%. Ja gut, wir finden es auch nicht gut. Nee, wir finden es auch nicht gut. Und ein Hauptsponsor kehrt sich von unserer Partei ab. Sie scheinen die Meinung ihrer Hauptgeldgeber aus den Augen verloren zu haben. Einer unserer wohlhabendsten Sponsoren hat gerade seine Unterstützung für unsere Partei zurückgezogen. Dies könnte Auswirkungen auf unsere Fähigkeit haben, effizient Wahlkampf zu betreiben, falls wir keinen anderen Sponsor finden und halten. Und wir kriegen einen Hit auf starke Führungspersonen, minus 20%. Okay, ich guck mal Details. Hier unten fehlt einer. Okay, zwei sind noch sehr glücklich. Eine ist so ein bisschen gelb hinterlegt. Für die Wissenschaft. Wir sind in einer... Wir haben keine Mitglieder. Wir müssen da gleich auch nochmal drauf gucken. Und wir haben Schlagzeile. Die Schlagzeilen der Nachrichten heute Abend. Ich kann der Regierung gar nicht genug danken. Sie haben das Leben meines Mannes gerettet. Ich habe die Partei Wir für Wissenschaft Zeit meines Lebens. Ich werde die Partei Wir für Wissenschaft Zeit meines Lebens wählen. So Antonia Flores in der Sendung heute Abend. Sie lobte die Regierungsmaßnahme Organspende, da ihr Mann nach einem tragischen Fahrzeugunfall gerettet werden konnte. Sie ist natürlich nur eine von vielen Menschen, deren Angehörigen dieser Maßnahme zum Dank gerettet werden konnten. Schön. Was Positives. So, und Romy, du hast ein random Politiklexikon von Pingu bekommen. Okay. Seite 259. Okay. 259. Da waren wir noch nicht. Da in der Nähe. Oha, Seite 259 ist eine Seite des großen Komplexes Funktionsverlust des Länderparlamentarismus und doppelte Politikverflechtung. Okay. Ich würde mal ganz kurz mich hier in diesen Absatz einlesen, und damit ich dann was erzählen kann. Denn es gibt gerade nur schwer kurz zu fassen und die geführte Schriftgröße 8. Aber das schaffe ich gleich. Okay. Dann liest du dich ein. Ich würde in der Zwischenzeit mal gerade... Prodigy hat das gerade im Chat angeboten. Frag los, ich mache sowas beruflich. Genauer Regelung und Steuerung von Hydraulikzylindern. Das ist wirklich spannend. Dann frage ich mal direkt, weil ich habe so ein bisschen, also mich mit der Thematik Hydraulik nie wirklich aktiv auseinandergesetzt, bis ich über einen großartigen YouTube-Channel gestolpert bin. AVE, der dir wahrscheinlich auch was sagt. Ja, also er nennt sich gerne online Onkel Bumblefuck. Ein englischsprachiger, also ein, ich glaube, er ist in Kanada, und er hat eine interessante Art und Weise, Dinge zu erzählen. Er arbeitet irgendwie im Minenbergbau oder sowas und baut da irgendwie Maschinen und so und erklärt halt gerne, also nimmt gerne Haushaltsgeräte irgendwie auseinander, aber erklärt auch ganz oft, wie in der Industrie Hydraulikanlagen funktionieren, und hat ab und zu auch mal irgendwie so eine Steuerregelpumpe oder irgendwie sowas dabei, um das den Leuten mal näher zu bringen, wie Hydraulik funktioniert. Ja, großartiger Typ, genau. Ich finde das teilweise wirklich sehr unterhaltsam, was der so macht. So habe ich mein Interesse überhaupt daran gefunden. Aber es ist halt schon echt faszinierend, diese vielen Ingenieursleistungen, und das ist immer, es gibt auch so ein interessantes Spannungsfeld. Ich habe das gerade bei uns auf dem Discord-Server mal kurz aufgeschrieben. Ich habe in letzter Zeit von mehreren Menschen, ich weiß nicht, ob das einen Zusammenhang hat, von mehreren Menschen, die allesamt aus den Ingenieurswissenschaften kommen,
E-Mails bekommen, die sich, ich sage es jetzt mal so stellvertretend, ich habe mir die Relativitätstheorie angesehen und auch das Doppelspaltexperiment und mir sind Fehler aufgefallen. Hier und da ein Wort mal austauschen und das ist sehr interessant. Wir haben das in der Uni in der Fachschaft Physiker-Spam genannt, weil es kommen immer mal wieder solche Sachen wie hier, Einsteins Theorie ist nicht schön genug, wir haben eine schönere. Theorien müssen nicht schön sein, sie müssen die Natur beschreiben. Aber also das soll jetzt gar nichts gegen dich sein, aber tatsächlich schreiben mir Menschen regelmäßig, ich als Wissenschaftskommunikator könnte doch mal hier dieses oder jenes Experiment machen oder wollen meine Meinung wissen. Und da tun sich teilweise Abgründe auf. Und häufig sind das Menschen, die aus den Ingenieurswissenschaften kommen. Ich weiß nicht, wie ich darauf... Ich wollte Romy einfach ein bisschen Zeit verschaffen. Aber das ist mir passiert. Und ich würde das zum Anlass nehmen, demnächst mal... also ich überlege, ob ich vielleicht mal ein vorgeschlagenes Experiment im Stream machen würde oder ein extra Stream dazu und dann halt so ein bisschen die Wissenschaftsseite erklären, wie baut man eine Theorie, also wie formuliert man eine Theorie, wie baut man dann dazu ein Experiment und wie folgt man der guten wissenschaftlichen Praxis, sodass man unvoreingenommen an die Messergebnisse rangeht, um dann tatsächlich zu gucken, wird meine Theorie gestützt oder wird sie durch ein Experiment bereits falsifiziert? Ja, das plane ich demnächst mal zu machen. Ich plane sehr, sehr viele Sachen. ich kann nicht versprechen, dass es in den nächsten paar Wochen was wird, aber das ging mir gerade irgendwie so durch den Kopf. Und Romy, du hast dich jetzt eingelesen? Ja, ich habe mich eingelesen, habe mich entschieden, das Buch zur Seite zu legen, weil das Buch an der Stelle veraltet ist. Also egal, was in dem Buch steht, das ist an der Stelle völlig egal. Okay. Deshalb überhaupt nicht schlimm, denn es geht um, wie die Überschrift, falls sich diese Überschrift irgendwer gemerkt hat, um die doppelte Politikverflechtung. Und was damit gemeint ist, ist eigentlich relativ einfach, klingt nur, naja gut, es ist auch ein bisschen komplex. Und zwar, wir haben uns ja, glaube ich, immer mal wieder in den letzten Wochen auch in einer der Lexikon-Geschichten über den Föderalismus unterhalten, wie Verwaltung funktioniert auf Bundes-, auf Landes- und auf Kommunalebene und warum es überhaupt dieses föderale System, also das hatten wir alles. Was wir dort völlig ignoriert haben, ist die Ebene der Europäischen Union. Also das, wo, also auch die Europäische Union hat natürlich Aufgaben und die hat Zuständigkeiten und das Europäische Parlament hat Entscheidungsmacht. Und worum es in diesem Artikel oder in diesem Beitrag geht, der an der Stelle veraltet ist, ist relativ einfach, nämlich wie sind die Länder auf EU-Ebene repräsentiert oder wie kann man sich da noch einbringen? Und ich habe ein Beispiel, das vielleicht der ein oder die andere noch kennt, das ist so die Bologna-Reform. Also als in Deutschland die Magister- und die Diplomstudiengänge abgeschafft worden sind und dann hatten wir Bachelor und Master. Also für die Jüngeren unter euch, früher war das mal Diplom und Magister. Und dann die Studiengänge haben sich aber auch geändert. Das hatte unterschiedliche Gründe. Das eine hat was mit der Freizügigkeit in der Europäischen Union zu tun, dass die Studienabschlüsse angeglichen werden sollten, damit es besser vergleichbar ist, dass es einfacher ist, an anderen Hochschulen zu studieren für eine gewisse Zeit. Also es gab da ganz viele unterschiedliche Gründe. Man kann auch über wirtschaftliche Verwertbarkeit reden. Das ist jetzt die Frage, welche Konnotation wir draufsetzen. Aber worum es jetzt quasi ja geht, ist, Bildung ist ja ist Ländersache und auch der Hochschulsektor ist ja Ländersache. Also wie waren die Länder eigentlich daran beteiligt? Und das ist eigentlich ganz interessant, weil es gibt eine Vertretung der Bundesländer unter anderem und weitere Regionen auch auf europäischer Ebene. Das ist der sogenannte Ausschuss der Regionen. Und der wird zu bestimmten Themen gehört, die auf kommunaler Ebene oder auf regionaler Ebene. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Das kommt darauf an, wie die Länder jeweils oder die Staaten jeweils gegliedert sind. Bei uns ist es recht einfach. Wir haben 16 Bundesländer, also gibt es dort dementsprechende Anzahl von Vertretern. Und die werden zu bestimmten Themen auch gehört. Dann gibt es natürlich auch politische Debatten, dass die irgendwie eine stärkere Wirkung haben sollen, mehr Mitspracherecht und so weiter und so fort.
Aber das will ich jetzt mal ausklammern, weil das gerade für die Debatte zum Wohl nicht so riesig relevant ist. Und in dem Fall war es natürlich so, dass die Länder mit an diesen, weil es ja Bildungsaufgabe ist, beziehungsweise weil das in die Länderzuständigkeit gehört, waren natürlich die Bundesländer auch auf europäischer Ebene mit vertreten in diesen ganzen Verhandlungsrunden. Man sieht also, bei der Unterschrift der Bundesrepublik ist dann halt eben auch die Länderunterschrift mit drauf. Also es ist halt nicht so, dass die Bundesländer sagen können, wir haben überhaupt, also Europa entscheidet und wir sind nirgendwo beteiligt. Das ist ganz so einfach auch nicht, auch wenn es total gut klingt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie schafft man das jetzt, dass die Länder vor Ort sind? Also die müssen ja irgendwie, die müssen ja in Brüssel sein. Und das sind sie natürlich auch. Also genau wie die Bundesländer auf Bundesebene nochmal eine Vertretung mit ihren eigenen Landesvertretungen haben. Also da gibt es wunderschöne Gebäude in Berlin, die unterschiedlichen Landesvertretungen. Und das gibt es natürlich. Also da sind wirklich ganz tolle Sachen dabei. Und das gibt es natürlich auch in Brüssel. Und da vielleicht, also und dort sind die Länder da. Da geht es einerseits um Wirtschaftsförderung, da geht es um Absprachen bei bestimmten Politikbereichen und so anwesend sein, wissen, was auf EU-Ebene kommt, bei den Verhandlungen, bei den Richtlinien dabei zu sein. Das ist für die Bundesländer natürlich auch relevant. Und zum Abschluss, kleiner Funfact, die Landesvertretung des Landes Sachsen-Anhalt in Brüssel, auch ein wunderschönes großes Gebäude, die sitzt in der ehemaligen Botschaft der DDR. Und man kann dort auch noch die alten Abhöranlagen sehen. Und auch wenn man da so eine Führung macht, erzählen die Kolleginnen dort vor Ort gerne mal von früher, wie bestimmte Sachen ausgestattet waren und so. Also das ist sehr spannend. Ja, also die Mehrebenenverflechtung, darum ging es in dem Artikel beziehungsweise in diesem Aufsatz. Die Bundesländer sind auf europäischer Ebene natürlich vertreten und auch ein sehr spannendes Thema. Danke dafür. Ja, Pingu hat die Kanalpunkte rausgehauen und ich habe zwischendrin einen Schluck Wasser genommen, weil Belana das dafür auch Kanalpunkte rausgehauen hat. Dankeschön. Parsec fragt noch, und wieso, ja? Und wieso können die dann schon in der Bundesebene sagen, da ist Brüssel dran schuld? Ja, weil es einfach ist. Also es ist schlussendlich super einfach. Die Europäische Union, ja auch die, wenn einzelne Staaten sagen, dass die Europäische Union das für alle entscheidet, ist es ja, da sind wir wieder bei ein bisschen Quatsch, bei kommunikativem Quatsch, weil die natürlich vertreten sind, die Staats- und Regierungschefs. Und die, da gibt es permanente Abstimmungsrunden, es herrscht immer noch das Einstimmigkeitsprinzip. Also es ist halt einfach verdammt anstrengend, zwischen so vielen Staaten mit unterschiedlichen Interessen, Wirtschaftslagen, dann was wir mit diesen, wir haben unterschiedliche Währungen, unterschiedliche Wirtschaftszonen, dann der ganze Brexit, das ist einfach anstrengend. Und auf so vielen Ebenen auch ein Stück weit, ja, ein Stück weit weit weg, aber auch schwer greifbar. Und wer da Bock drauf hat, es gab in der ARD eine Serie, letztes Jahr, kann ich ja dann nochmal gucken, ich glaube, die Parliament hieß das. Und das ist, glaube ich, eine Staffel in der Öffentlich-Rechtlichen, wo anhand des Fischereiausschusses oder eines Mitarbeiters im Fischereiausschuss auf eine sehr komödiantenhafte Art und Weise die Funktionsweise des Europäischen Parlaments dargestellt worden ist. Ich habe Tränen gelacht. Okay. Die kenne ich auch noch nicht. Guck mal. Und das ist übrigens das Tollste an dieser Serie, weil ich das noch nie erlebt habe. Die ist in Originalton. Also du hörst Französisch und der ist dann Deutsch untertitelt. Du hörst Deutsch. Du hörst Englisch und der ist auch Deutsch untertitelt. Also du hast immer die Originalsprachen im Ohr und für dich wird das untertitelt. Und ich finde das total spannend, weil du auf der einen Seite einen anderen Zugang zur Sprache bekommst und es wird halt so normal. Es ist völlig normal, dass Leute sich, der eine spricht Französisch und der nächste oder die nächste antwortet in einer anderen Sprache. Das war super faszinierend für mich als Zuschauerin. Ich guck mal, ob ich sie finde. Ja, ich würde jetzt mal gerne wieder aufs Spiel zurückkommen. Wir haben
Was haben wir? Wir haben noch 13 Runden. Das heißt, wir haben drei. Auf jeden Fall wird, wenn Romy es findet, ihn in Chat posten. Ansonsten auf jeden Fall auf dem Discord-Server. Ich würde jetzt mal kurz unsere Probleme auch nochmal durchgehen, die wir hier in Spanien haben. Unternehmensflucht hat sich nichts geändert. Auch bei der nicht konkurrenzfähigen Wirtschaft ist es wenigstens nicht weiter gestiegen. Wir haben den Ärztestreik. Wir haben die überfüllten Krankenhäuser, sind leicht nach oben gegangen. Atemwegserkrankungen sieht nicht so aus, als ob sich da was tut, aber wir haben ein bisschen was dafür getan. Ghettos sinkt. Internetkriminalität ganz leicht gesunken. Alkoholmissbrauch ist ein deutlicher Trend nach unten. Organisierte Verbrechen nur ganz leichter Trend nach unten. Und die Streiks bei der Bahn hat sich nichts dran geändert. Da haben wir auch nichts dran getan bisher. Ja, und Pasek und ich hatte das vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja, wir haben riesige Schulden. Wir versuchen jetzt gerade erstmal unser Rundendefizit loszuwerden, indem wir auf der einen Seite Steuern anheben und auf der anderen Seite versuchen, den Konsum so ein bisschen anzuregen oder den Leuten mehr Geld in der Tasche zu lassen, damit sie das dann auch können, ausgeben können, sodass genau. Wir das so ein bisschen in der Waage halten. Genau, die Weltwirtschaft steigt gerade und wir sind mit unserem BIP stagnieren so in der Gegend herum. Ich hätte jetzt gesagt, wir müssen Geld finden, definitiv. Aber ich würde jetzt eine Runde einschieben und versuchen, genau das, was du gesagt hast, Konsum und Wirtschaft zu befeuern ein wenig. Und dafür würde ich Hemmnisse bei Produktivität ausschlaggebende Dinge bei Arbeitslosigkeit angucken. Mhm. Als Vorschlag. Okay, also Produktivität. Da sind wir. Ja, sind wir abgesackt tatsächlich ein bisschen, beziehungsweise jetzt stagniert. Da tun wir was gegen. Subventionen für wir könnten Subventionen für Erwachsenenbildung anheben. Wir könnten was für die Technologie tun. Mutterschaftsurlaub und Löhne, legaler Drogenkonsum, Gesundheit hat einen negativen Impact, Atemwegserkrankungen, Arbeitslosigkeit und Alkoholkonsum. Das heißt, hier würde ich jetzt nichts dran tun, weil wir arbeiten daran, dass wir Alkoholkonsum einschränken und dass wir die Gesundheit verbessern. Ich sehe jetzt nichts, einen direkten Hebel. Das sind alles nur mittelbare Sachen wie Technologie und sowas. Ich würde dann nochmal auf Arbeitslosigkeit gucken. Oder fällt dir hier was ins Auge, Romy? Nicht so richtig. Also wenn wir in Bildung und Forschung gehen, was normalerweise so ein Weg wäre, glaube ich, der uns nahe liegt, kommen wir einfach in finanzielle Schwierigkeiten. Ja. Technologie, Straßenbau, staatlicher Gesundheitsdienst beeinflusst die Arbeitslosigkeit negativ. Das heißt, alles, was hier rot ist, senkt die Arbeitslosigkeit. So muss man das verstehen. Staatliche Schulen auch. Rentenalter erhöht das ein bisschen. Militärausgaben, Kinderbetreuungsgeld, industrielle Automatisierung, Einwanderung, Glücksspiel, BIP und Arbeitslosengeld. Ja, ich würde eher aufs Bruttoinlandsprodukt gehen, weil dann, wir vom Bruttoinlandsprodukt aus weitergehen, weil da können wir, glaube ich, ein bisschen spezifischer schauen, was wir tun können. Ja.
Da, also das hat jetzt keinen, guten Hinweis gebracht auf irgendetwas. Ich würde dann einfach mal bei neuen Gesetzen für Wirtschaftsförderung oder für Transport gucken. Wo wir vielleicht kleine Dinge machen können, die die wenig Kosten und große Effekte haben. Na, wir haben, glaube ich, bei der Landwirtschaft gab es noch diese städtische Landwirtschaft, die, glaube ich, auch noch mal so einen Kick auf die Arbeitslosigkeit gibt und auf die Ernährungssicherheit. Und da ja städtische Bauernhöfe? Und da ja Bauernhöfe einer unserer Hauptexportgüter, landwirtschaftliche Güter, ja, oder Lebensmittel zu unseren Hauptexportgütern gehört, könnte das ganz interessant sein. Ja. Das kostet auch nur 3 Subventionen für die ländliche Entwicklung. Ist auch etwas, was wir uns immer angeguckt haben. Ist natürlich relativ kostenintensiv. Im Gegensatz zu den städtischen Bauernhöfen. Ja, das eine wäre auch so fast schon kurz und das andere langfristig. Bei der Regionalentwicklung, da sind wir halt, da hast du völlig recht, die kostet einfach, glaube ich, gerade zu viel. Ja. Städtische Bauernhöfe sind gut und dann könnten wir, die kosten auch Subventionen für Kleinunternehmer. Förderung von Jungunternehmern war sehr günstig. Dann hätte ich jetzt gesagt, lass uns städtische Bauernhöfe und Förderung von Jungunternehmern machen. Ja. Und dann haben wir 2/3 unseres politischen Kapitals ausgegeben. Ja, das finde ich gut. Okay. Und städtische Bauernhöfe ruhig ein bisschen höher, hätte ich jetzt so gesagt. So ungefähr auf 58 Millionen. Oder denkst du bis zum Anschlag? Ich glaube, also 58 ist, glaube ich, völlig ausreichend. Zumal es im Gegensatz zu den Vorgängerversionen auch nur auf die Mitgliedschaft bei Landwirten auszielt und nicht die anderen Bereiche noch mit adressiert. Ja. So, und dann Förderung von Jungunternehmern würde ich auch machen und dann auch so ungefähr in diesen, nicht ganz bis zum Anschlag, aber schon etwas höheren Bereich. 42 Millionen. Mhm.